Im Herbst des Jahres 1976, vor nunmehr fast 45 Jahren, wurde einer der markantesten Kirchenbauten Wiens, nämlich die Kirche zur heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Georgenberg in Wien im 23. Wiener Gemeindebezirk, geweiht und eröffnet. Der damals heiß diskutierte Kirchenbau gehört mittlerweile zu einem der bedeutendsten Architekturdenkmäler Wiens, ist zu einem Ausflugsziel geworden, zu einem Fixpunkt für Architekturreisende und für die Wiener selber, zu einem heiteren Ort an einem Samstagnachmittag zum Beispiel, zu einem offenen Platz, einem offenen Ort im urbanen Wien. Die Kirche hat eine sehr bewegte Entstehungsgeschichte, die durch die Überwindung vieler Hindernisse gekennzeichnet war. Eigentlich sollte ein Kloster gebaut werden für den strengen Orden der Karmelitinnen in Steinbach bei Wien in Niederösterreich nahe der Wiener Grenze. Fritz Wottober wurde 1964 befragt, ob er sich vorstellen könne, ein solches Bauwerk zu konzipieren, Kloster und Kirche als Bildhauer. Er sagte begeistert zu, er ließ sich auf dieses Abenteuer ein. 2 Jahre später gab es bereits die ersten plastischen Entwürfe Wottobers dafür und 1967 lag schließlich das Modell vor, das letztendlich zur Verwirklichung führte, ein maßstabloses Modell in Gips. Wottober wollte gerne eine fachliche Zusammenarbeit mit einem Architekten eingehen und wandte sich an Roland Rainer. Diese Zusammenarbeit zerschlug sich aber, sodass er den damals ganz jungen Architekten Fritz Gerhard Meyer einlud, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die Aufgabe des Architekten bestand darin, den bildhauerischen Entwurf umzusetzen und mit architektonischen Mitteln zu erweitern. Die Erzdiözese Wien hat das Projekt der Errichtung eines Karmelklosters durch den Bildhauer Fritz Wottober, der keinesfalls im katholischen Bereich engagiert war, der sich auch als konfessionslos bezeichnete, zu verwirklichen. Als das Projekt im Mai 1968 erstmals öffentlich präsentiert wurde, kam es zu einer ganz breit geführten Diskussion. Diese Meinungsäußerungen zu dem Karmelprojekt Wottobers waren sehr fraktioniert. Es gab große Befürwortungen und Begeisterung, dass endlich ein moderner, zukunftsweisender Kirchen- und Klosterbau geschaffen wurde. Es gab aber auch sehr harsche Kritik am künstlerischen Entwurf Wottobers als auch an den hohen Baukosten des projektierten Projekts. Die künstlerische Kritik ging in 2 Richtungen. Man war von Architektenseite vor allem der Ansicht, dass die Grundlage zur Schaffung von Architektur, nämlich das räumliche Denken, dem Wottobersschen Entwurf abgeht. Ein Bildhauer hat hier Plastiken geschaffen, die er aneinanderreiht und diese sind abgeschlossen durch eine flache Betondecke. Das war die Kritik. Wottober selber konnte mit der Kritik wenig anfangen. Er war der Auffassung, er habe Architektur geschaffen. Der 2. kritische Ansatzpunkt zu seinem Entwurf ging in die Richtung, dass der Entwurf als ein Beitrag zur modernen funktionalistischen Architektur in Frage gestellt wurde, dass er vielmehr archaisch inspiriert sei und romantisch motiviert sei. Aus schließlich innerkirchlichen Gründen sah sich der Kardinal König veranlasst, das Projekt abzusagen. Gleichzeitig aber wurde beschlossen, dass trotz des Scheiterns des gesamten Klosterprojekts wenigstens nur die Kirche, der Kirchenentwurf, verwirklicht werden soll an anderer Stelle in Wien. Wottober hat 135 Blöcke zu Architektur getürmt, geschichtet und arrangiert. Er wollte eine wirkliche Architektur bauen, die aber meist dann als begehbare Plastik wahrgenommen wurde, was gar nicht in seinem Sinne war. Wir haben heute diese Probleme oder diese Konflikte, ist das jetzt Architektur oder Skulptur, nicht. Viele architektonische, skulpturale Arbeiten stehen an der Schnittlinie von den Gattungen, deren Trennung kein Thema ist und es wurde dafür ein Begriff eben gefunden, die Archiskulptur. Wottobers Beschäftigung mit Raum, Figur und Architektur verbindet ihn mit vielen anderen, auch internationalen Künstlern, die sich diesen Problemen stellen. In den späten 60er Jahren hingegen war die Arbeit als ein Solitär in Österreich doch ein großes Thema, das mediale, fachliche und auch Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erzeugt hat. Das maßstablose Modell Fritz Wottobers von 1967 kann in der Ausstellung mit Plänen und mit der gebauten Realität direkt verglichen werden. Der Besucher nähert sich
wenn er die Kirche im 23. Bezirk aufsucht von Norden, die Nordseite, am Utillinger Platz gelegen, zeichnet sich durch eine tiefe Zerklüftung aus. Die Blöcke stehen tief in den Raum hinein mit weit überkragenden Lasten. Die Ostseite bringt den Eingang der Kirche, der markiert wird durch eine schräg gestellte große Blocktafel. Und wenn man die Kirche als ein organisches Ganzes, als Körper betrachten möchte, dann wäre das der Kopf, der eine kleine Neigung Richtung Stadt, Richtung Stephansdom, Richtung Innenstadt macht. Die Südseite der Kirche ist wesentlich ruhiger als die Nordseite. Sie ist geprägt durch viele vertikale Linien, während die Westseite zwei ganz starke zentrale Blöcke bringt, die als einzige der gesamten Konstruktion von oben nach unten durchgebaut sind, ohne Querteile. Und sie erwecken auch den Eindruck, dass es sich vielleicht um ein Menschenpaar handeln könnte, um einen Rückenakt mit einer breiten männlichen und einer schmalen weiblichen Figur, weil das die einzigen Blöcke in dem ganzen Bauwerk sind, die geschwungen sind, die einen organischen Charakter haben. Das Dach ist von außen nicht zu sehen, es ist etwas abgesenkt und verschwindet hinter dem obersten Kranz der Blöcke. Das Innere der Kirche wollen wir uns anhand des Kircheninventars etwas näher anschauen. Fritz Rottober starb im August 1975, ganz überraschend. Zu dieser Zeit stand ungefähr ein Drittel der Blöcke aufrecht, aber viele künstlerische Probleme waren noch nicht gelöst. Beispielsweise hatte Rottober keine Entwürfe für das Kircheninventar bis dato hergestellt und der Eingang, die Gestaltung des Haupteingangs war noch nicht geklärt, auch mussten gewisse Details der Fenstergestaltung erst festgelegt werden. Die Tiefenlage der Glasscheiben auf den 135 Betonblöcken war zu klären und auch die Gestaltung der Glasrahmung der Glasscheiben. Zu diesem Zweck gründete der Erbauungsverein eine Art kleinen Kunstbeirat, bestehend aus der Witwe Wottrubers, Luzi Wottruber, seinem Assistenten an der Akademie Engelbert Lanzenberger und dem Architekten Meyer. Unterstützt wurde die Gruppe durch die beiden Künstler Göschl und Oberhuber. Für die Ausstattung der Kirche mit einem großen Kruzifixus, mit Altar, mit einem Taufstein, mit Kerzenleuchtern, war es wichtig, eine Form zu finden, die mit der Architektur der Kirche gut in Einklang steht. Es blieb aber eigentlich nichts anderes über, als auf bereits vorhandene Entwürfe Fritz Wottrubers zurückzugreifen, die er in den späten 60er Jahren für zwei Projekte gemacht hat, für eine moderne Betonkirche in Luzern in der Schweiz und für die Hofkirche in Bruchsal. Man erhielt die Genehmigung von einem großen Kruzifixus im Bruchsal, den Wottruber gemacht hat, neuerlich einen Bronzeguss herstellen zu dürfen und stellte auch von allen vorhandenen Gipsmodellen dieser vorliegenden Ausstattungsstücke für die Kirche neue Güsse für Wien her. Der Tabernakel neben mir ist in dieser Form in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit gar nicht zu sehen, weil er eingemauert ist. Er wurde von Wottruber 1967 entworfen für die Kirche in Luzern und ist in der Kirche in Wien nur an seiner Vorderseite zu erkennen. Er steht 10 cm aus der Wand heraus und man muss sich dann eben vorstellen, im liturgischen Gebrauch, dass dann die beiden Türen der Frontseite geöffnet werden. Das Innere der Kirche überraschte, als die Kirche fertig gebaut war, die Besucher und auch die Kritiker und überzeugte sie auch, denn diese helle, großzügige, lichtdurchflutete Situation stand auch in einem gewissen Gegensatz zum äußeren Erscheinungsbild der Kirche. Dem Nachleben der Kirche und ihrer Wirkung im Stadtbild Wiens auf die Gesellschaft und auf die Fachwelt wollen wir uns nun widmen. Die Einweihung am 24. Oktober 1976 kam einem Staatsakt gleich. Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur nahm teil und die Anwesenheit der vielen verschiedenen Besucher aus den verschiedensten Lebenssparten, aus den verschiedensten politischen Richtungen, zeigt auch die Vielfalt der finanziellen Unterstützer dieses Projekts. Die Kirche, die wenige Jahre zuvor noch in ihrem Entwurfsstadium abgelehnt worden war, war nun ein Vorzeigeprojekt der österreichischen Künstler und des österreichischen Architekturgeschehens. Das kirchliche Leben,
der Gemeinde am Georgenberg heute ist lebendig und vielfältig und der Platz und das unmittelbare Areal rund um die Kirche werden von Touristen und von den Wienern selber vielfältig genutzt, als Kulisse für Selbstinszenierungen auf Instagram, als Kulisse für Theateraufführungen, für Ballettaufführungen, für Konzerte, kulturelle Veranstaltungen vieler Art oder einfach auch nur als ein heiteres Beisammensein auf der Wiese rund um die Kirche. Besucht unsere Ausstellung und verfolgt den Weg, den dieses Architekturdenkmal genommen hat. Von der ersten Idee eines Bildhauers mit einem maßstabslosen Modell und Zeichnungen bis zur Verwirklichung in 135 Betonblöcken.